Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, die Flüchtlinge sind auf jeden Fall nicht dran schuld, wenn die Plätze in der Wohnungslosenhilfe oder in der Kältehilfe nicht ausreichen. So viel ist klar. Die Plätze reichen nicht aus, weil es immer mehr Menschen gibt, die obdachlos sind, die von Wohnungslosigkeit bedroht sind. Der Grund dafür ist wachsende Armut. Und wenn man Obdachlosigkeit verhindern will, dann muss man die Sozialpolitik dieses Landes und auch dieser Stadt verändern und muss Konzepte entwickeln, wie man gegen Armut vorgeht. Das wird die Bundesregierung nicht tun und dieser Senat und diese Koalition offensichtlich auch nicht. Man erarbeitet ja ein Diskussionspapier, ein Strategiepapier, um gegen Armut vorzugehen, übrigens schon sehr lange. Es wäre schön, wenn der Senat auch hier mal handeln würde. So, wenn es also die Flüchtlinge nicht sind, die die Kältehilfe verstopfen, denn reichen offensichtlich die Plätze nicht aus, selbst wenn die Flüchtlinge vernünftig untergebracht wären, was bisher noch nicht der Fall ist und wo wir auch nicht wissen, ob das vor Eintritt des Winters noch passieren wird. Wir brauchen schlicht und ergreifend die Kältehilfe. Die Kältehilfe muss ausgebaut werden. Das scheint mal hier zumindest von denjenigen, die schon geredet haben, ein Konsens zu sein. Jetzt verweise ich noch mal auf die BAG Wohnungslosenhilfe, die ja Anfang der Woche eine lange Pressemitteilung, liebe Kollegin Radziwill, veröffentlicht hat, mit noch mal ganz vielen Zahlen und die deutlich gemacht hat, seit 2012 ist die Anzahl der Obdachlosen um 50% angestiegen und der Anstieg wird weitergehen. So, jetzt haben wir die letzten Wochen gehört, der Senat plant 600 Plätze für die Kältehilfe. Naja, jetzt sind es vielleicht auch 700 Plätze. So genau weiß man es aber noch nicht, weil man befindet sich ja gerade in dem Abstimmungsprozess mit den Bezirken. Das wurde uns letzte Woche gesagt. Ehrlich gesagt, es ist Schnuppe, ob 600 oder 700. Wir sagen in unserem Antrag 1000. Es ist gerade im Moment Schnuppe, weil es gibt nicht die Gebäude, um diese Plätze zu errichten. Deshalb kann der Senat viel planen. Die spannende Frage ist, was tut er? Und die spannende Frage ist, was tut die Koalition, um das umzusetzen? Deshalb sagen wir nicht nur, wir wollen 1000 Plätze, sondern wir sagen, der Senat trägt eine Verantwortung dafür und er muss die Bezirke und er muss die Träger unterstützen, dass sie geeignete Gebäude finden, um dort überhaupt Notschlafplätze einzurichten. Das ist ja überhaupt nicht gegeben. Alle tun so, als wäre es im Moment supi, aber es gibt da ein anderes Problem. So, und wenn wir uns jetzt mal angucken, dass es ganz viele Angebote gibt für die Unterbringung geflüchteter Menschen, die alle irgendwie ungeprüft wo rumliegen, dann kann man nur sagen, auch hier ist es notwendig, all diese Angebote zu prüfen und zu gucken, welche Angebote eignen sich, um Familien unterzubringen, um geflüchtete Menschen unterzubringen, um Obdachlose unterzubringen und hier irgendwie mal einen Plan reinzubringen. Das passiert leider nicht und das ist das Problem. Und jetzt sage ich, der Winter steht vor der Tür. Und jetzt muss endlich auch mal gehandelt werden. Und da muss der Senat, eben wurde gesagt, mit gutem Willen lässt sich das umsetzen. Ja, ich glaube auch, aber der gute Wille allein reicht nicht. Der Senat muss jetzt endlich handeln. Und meine Kollegin hat eben schon darauf hingewiesen, dass sich auch die Zusammensetzung der wohnungslosen Menschen verändert. Immer mehr Frauen, immer mehr Kinder und ich hoffe, auch das ist Konsens, die dürfen nicht einfach in die Kältehilfe. Und deshalb ist es wichtig, die Kältehilfe jetzt besser auszustatten. Aber viel wichtiger ist es, dass es endlich eine Trendwende in der Wohnungslosenpolitik dieser Stadt gibt, dass die Wohnungslosenhilfe gestärkt wird. Und dass die Angebote so verändert werden, dass sie auch abbilden, welche Bedarfe
hier in dieser Stadt gibt und diese Bedarfe auch angeboten werden. Wir können nicht länger sagen, wir haben 30 Plätze für obdachlose Frauen, wenn jetzt noch 10 geschaffen werden. Das ist ein Lacher. Das ist einfach ein Lacher. Das ist eine Frechheit, damit auf die Straße zu gehen und zu sagen, wir machen ganz tolle Sachen. Machen wir nicht. Dieser Senat soll endlich seine Hausaufgaben machen. Die Kältehilfe besser ausstatten, das ganz schnell, aber die Wohnungslosenhilfe, die muss endlich verändert werden.